Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in einem neuen Video. Ich habe mir von der Firma Trend Nails das 4D Plastilin Gel bestellt. Einmal in der Farbe Pink, in Red, White und Black. Muss dazu sagen, ich habe es noch nie probiert, sind ganz neu reingekommen und sind auch noch verschlossen. Natürlich war ich neugierig und in eins hatte ich mal reingeguckt, ich weiß gar nicht. Ja, in das Rot. Genau, aber das möchte ich nicht nehmen. Ich möchte nehmen das Weiß und werde mir das jetzt erstmal aufmachen. So. Und dann möchte ich das Ganze auf einen Tipp probieren. Den raue ich mir erstmal an. So, und nehme von der Firma Melano Nails das UV Polish Dark Root. Das ist ein Gellack. Den trage ich mir jetzt komplett auf den Tipp auf. Das ist ein richtig dunkelrot, also ein ganz, ganz, ganz toller Farbton. So, und härte das unter LED aus. Muss dazu sagen, die haben auch echt tolle Döschen dazu, also es gefällt mir gut. Und das, den Tipp versiegel ich mir jetzt anschließend mit einem Glanzgel ohne Schwitzschicht. So, das lasse ich eine Minute aushärten und da ich gerade gehört habe, dass mein Akku ein bisschen Energie braucht, werde ich das erstmal kurz anstecken und hole euch gleich wieder mit dazu. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Mein Tipp ist derweil getrocknet und jetzt wollen wir mal anfangen mit der Rose. Und zwar nehme ich mir ein bisschen Plastiline raus. Bei der Kundin würde ich die Kugel hier mit einem Handschuh, also nicht mit den Nägeln, also mit den Händen einfach so.
Dann drückt ihr das Ganze etwas an und drückt das hier so ein bisschen platt. So, dann nehmt ihr ein Spotty und das war ein bisschen viel gleich und drückt euch jetzt hier erstmal ringsrum. Den Kreis und wie gesagt, ihr geht dann wie in einer Schnecke immer weiter. So, das hat auch ganz gut geklappt schon. Ich habe aber allerdings hier ein bisschen zu sehr aufgedrückt. So, ihr könnt euch das dann im Prinzip hier auch noch so ein bisschen, wie ihr das wollt. Und dann ist das Ganze eine tolle Rose. Ich werde es gleich mal noch mal probieren. Wenn ich doch einmal dabei bin, probiere ich gleich noch eine zweite. Da weiß ich, dass ich nicht ganz so aufdrücken muss oder sollte, dass diese Löcher dazwischen dort nicht so sind. Ich setze die einfach hier daneben. Ich mache das erstmal zu. Sollte nicht so lange aufstehen. Und dann drückt ihr euch auch hier wieder die Ränder erstmal glatt. Und in der Mitte sollte es etwas erhabener bleiben. Dann nehmt ihr zuerst wieder einen größeren, also mit der größeren Kugel und drückt euch hier, wie gesagt, wieder euren ersten Kreis. Ich versuche es jetzt gleich mal ein bisschen weniger aufzudrücken. Wie gesagt, das Ganze ist auch im Prinzip einfach nur Übungssache. Und dann geht ihr hier wieder wie in einem Schneckenhaus und macht das einfach bis in die Mitte. Und siehe da, zweiter Versuch und es sieht doch schon gleich viel mehr nach Blume aus. Also wie gesagt, es ist einfach nur Übungssache. Ist total einfach. Und macht echt Spaß, sowas mal auszuprobieren. Das sind jetzt meine zwei Röschen. Ich werde dann noch in die Mitte rein, werde ich dann noch Glitzersteine setzen. Aber vorerst werde ich sie erstmal anhaben. Ich werde
mir noch ringsrum auch ein paar Steine setzen. Ich muss jetzt bloß mal gucken, welche ich nehme. Ich werde diese hier nehmen. So, ich habe hier so gemischte Steinchen, die sind schwarz, silber, also alles mögliche ist hier drin in verschiedenen Größen, die werde ich nehmen und ja. Die werde ich mir mit Tippkleber setzen. Damit der Schliff von den Swarovskis im Prinzip erhalten bleibt. Weil wenn ich es versiegel, dann ist der schöne Schliff dahin. Deswegen werde ich mir hier ein wenig Tippkleber reinmachen. Und setze mir meine Swarovskis. In die Mitte meiner Blüte. Noch ein bisschen angedrückt und das Ganze in die andere Blüte. Ihr könntet die Rosen natürlich auch mit Glanzgel, ich werde das mal machen, etwas einpinseln. Aber wie gesagt, bloß so ein ganz kleines bisschen, dass sie noch ein kleines bisschen glänzen. Ich denke, dass das wirklich toll aussieht, wenn die hier noch ein bisschen mit glänzen. Wie gesagt, nicht überall, bloß so ein bisschen. So sieht das Ganze aus. Ich lasse es mal ganz kurz anheben und dann setze ich noch ein paar Steinchen ringsrum. Hier sind verschiedene Größen und setze mir hier, wie gesagt, jetzt dort, wo ich die Steine hinhaben möchte, setze ich mir einfach ein paar kleine Pünktchen hier mit. Ich habe jetzt Glanzgel und Schwitzschicht genommen. Suche die jetzt mal, die großen muss ich mit der Pinzette nehmen.
setze die mir hier einfach drauf. Schön, wenn die nicht so wollen, wie ich will. So. Zwischendurch immer mal ein paar kleine, dass das ein bisschen auflockert. Sind nicht so viele mehr drin, dann muss ich mal was anderes suchen. Hier drüben. Sind einige kleine dabei. So, und hier unten werde ich noch ein paar hinsetzen. So. Na. So, und dann ist mein Tipp fertig mit meinen Röschen und Glitzersteine. Und ich finde, das sieht richtig, richtig genial aus. So als Schmucknagel. Echt gigantisch. So, ich lasse das noch mal kurz aushärten. Und das soll es dann für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet euch abgucken, wie ich die Rosen mache. Viel Spaß beim Nachmachen und beim Üben. Bis bald und ciao.